So, da bin ich wieder, euer Bioschmied. Ich habe gleich im Anschluss weitergemacht. Also ihr könnt quasi gleich weiter gucken. Ich werde jetzt wieder rein switchen, der sieht schon geil aus, ne, der Exerion. Ja, das ist auch ein bisschen funktional, das hatte ich aber, glaube ich, in dem einen Video schon mal gezeigt. Achso, läuft dieses Schmarsch sind wir hier, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir den ab und dann einmal drehen. 65.000 Liter. Es gibt, glaube ich, gar keinen Abfahrhänger, der so viel Liter fasst. Ich glaube, der Schultemaker oder so. Ist, cool. Das ist einer der größten, wenn wir mal eben gucken. Selbst der ist das nicht. Der kann das nicht. 56.000 Liter hat der. Und der hat 60.000 Liter. Also wir brauchen ja 65.000 Liter, ne? 40. 35. Auch cool, ne? Das sind diese spanischen Hersteller. Der hat 48.000, 18.000, 48.000, 45.000. Das ist nicht möglich hier. Was hat der? Eigentlich müsste der ja am meisten haben hier, ne? Das ist ja schon ein Riesending eigentlich. Aber der hat tatsächlich nur 48.000 Liter. Wo ist denn die Krone? Habe ich die Krone da nicht drin? Doch hier. Krone hat 56.000. Wir haben jetzt 45.000, ne? Könnte man sich vielleicht nochmal Gedanken machen, ob man den nimmt. Dann passt das zu dem Big X ganz gut. So, der ist dann auch wieder voll. Dann switchen wir nochmal und machen hier nochmal einen Helfer rein. Ja. Dann können wir auch hier abfahren. Genau. Dann machen wir so lange. Ja, passt. Dann ist das eine Fahrsilo schon fast voll. Nein, natürlich nicht. Ich muss jetzt zusehen, dass die. Oh, ach nee, okay, alles gut. Kann ich gar nicht mit um mit diesen Doppellenkern eigentlich. Aber ich will mich also auch dran gewöhnen. So ist ja nicht. So, abkippen. Neulich hat, genau, ich den Nordrhein TV Play oder wie der heißt, also den Ansgar, den mag ich auch. Am Anfang mochte ich ihn überhaupt nicht. Seine Lache und auch sein, muss man einen Schluck nehmen, seine Art her. Oh, das. Entschuldigung. So, ich hoffe, jetzt ist wieder gut. Ich werde mal einen Schluck nehmen jetzt. Von seiner Art her ist er nicht so mein Pfeil. Ist ja ganz normal. Man muss nicht jeden gut finden, ne? Aber. Ich erzähle jetzt was Falsches. Ich meinte gar nicht den Ansgar. Den mag ich tatsächlich nicht. Also ich habe das gerade verwechselt. Und zwar, ich habe das verwechselt mit Werner von Burning Gamers. Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Werbung auch für die. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass du, der mir jetzt gerade zuschaut, die Leute nicht kennt. Weil das ist eigentlich, wenn du irgendwas eingibst, was LS19 betrifft, dann kommen als erstes immer deren Videos. So. Nein, ich finde tatsächlich den Werner ganz sympathisch. Der ist sehr, sehr direkt. Ich muss mal eben von meinem Burger ein bisschen was abbeißen. Und das gefällt mir halt sehr.
hoffe ja, dass er es noch schafft bis zum Feldende. Geht doch ganz schön viel ab eigentlich, ne? Man müsste jetzt immer die Zeit ein bisschen schneller laufen lassen, so 30. Dass ich dann im Offscreen-Modus mal die Zeit so ein bisschen schneller bzw. überspringen kann. Super. Dass dann auch wieder Geld reinkommt. Also ganz ehrlich, ich habe dir jetzt ein Vorgewende gefahren, was extrem groß ist und du packst das nicht. Das ist traurig, das ist echt traurig, Big X. Okay, dann gucken wir hier nochmal ein bisschen zu den Ballen. Wenn er da dann das nicht hinkriegt, na jetzt sammelt er wieder. So. Och Mensch, ist doch doof. Warum bleibt denn nicht stehen? Geht das immer nur am Feldrandende oder wie? Keine Ahnung. Ich will jetzt hier nicht immer mitfahren. Kann er nicht mal stehen bleiben, Mann? Es ist ja so gewollt, dass man mitfährt, ne? Man kann ja in der Zeit halt auch wieder voll machen. Du hast eigentlich keinen Stillstand. Entschuldigung, du hast eigentlich dadurch keinen Stillstand, ne? Ups. Jetzt bin ich ihm doch tatsächlich ins Schneidwerk reingefahren. Also du kannst immer dann schön auch abfahren und das ist richtig geil mit dem Big X Cargo hier. Also wer auch LS19 spielt und nicht nur zuguckt, der kann sich das natürlich auch dann runterladen. Muss man dann mal auf Farming Simulator 19 auf der Seite muss man sich das mal, oder man gibt es einfach bei Google ein und dann Big X Cargo Mod und dann müsste man das eigentlich finden. Oder ihr seid da wahrscheinlich ein bisschen besser drauf als ich. Ich bin ja schon ein alter Mann. Ihr werdet das auf jeden Fall finden im Netz. Ich habe neulich war ich mal im TS und da hat einer dann gesagt, hier, ja, wie heißt denn du auf YouTube? Und damals hieß ja noch Czerny. Das war ein bisschen zu kompliziert. Und dann hat er halt nur gesagt, ja, gib mal Link und so. Gib mal Link. Und dann kam der nächste, ja, gib mal Link, gib mal Link. Ich sag, ich hab's doch unten in den TS reingeschrieben. Ja, nee, gib mal Link, das gibt besser und so. Ich sag, ja, okay, mach ich mir den Aufwand für dich. Vielleicht gewinne ich ja dadurch ein Abonnement. Ja. Heute wollen sie alle nur noch Links. Am besten gar nichts mehr selber machen. Naja, so ist das. Die Jugend von heute, nein. Die Jugend von heute sind natürlich auch meine Zuschauer. Alles gut. Ich hab euch alle lieb. Ich habe ja selber auch einen Jungen, der ist zwar noch nicht so jugendlich wie ihr, aber natürlich wird er auch älter, ne? So, müsste ich jetzt hier wieder warten, das ist natürlich ein bisschen doof. Jetzt musst du immer ein bisschen umstellen, deswegen wäre es schon besser, wenn wir einen größeren Ladewagen haben. So, Lade- oder Überladewagen, so. Und da er hier immer so ein Stück überlässt, werde ich jetzt nochmal ein weiteres Vorgewende fahren. Jetzt ist ja nicht mehr so viel Platz. Ne? Nehmen wir das hier noch mit weg. So, und dann habe ich, glaube ich, erstmal genügend vorproduziert, um eine Woche durchzuhalten. Also ich werde jetzt immer alle zwei Tage zwei Videos hochladen. Das ist so mein Plan. Dann habt ihr quasi jeden Tag ein Video. Ups.
bei jedem Tag mich an den Rechner setzen, habe ich auch keine Lust zu. Dann oha, jetzt kommt hier aber Unkraut. Da muss ich nochmal. Warum kommt, ganz ehrlich, warum kommt denn Unkraut auf den. Ja gut. Nee, ich weiß nicht, ich bin ja kein Bauer. So, jetzt fahre ich da nochmal ran. Ich weiß nur mal eben von meinem Burgerchen ab hier. Mir schon wieder meine ganzen Gerätschaften hier voll. Ja, jetzt habe ich mich so über andere ausgelassen. Ist natürlich eigentlich gar nicht meine Art so. Und habe jetzt selber gerade mal 2 Minuten nichts gesagt. Das lag aber auch einfach daran, dass ich mal kurz was gegessen habe. Also entschuldigt das bitte. Tja, kann man jetzt hier auch rüberfahren und das alles noch wegschneiden? Oder tatsächlich? Heftig. Aber das, das zählt ja nicht als Häckselgut, ne? Weil es ja auch Häckselgut ist, ist es, denke ich mal, auch gar nicht so schlimm. Dass jetzt Unkraut mit dem Mais drin ist. Kann natürlich sein, dass es Unkraut gibt. Da hat Freezy auch seine Qualitäten natürlich. Entschuldigung, dass ich jetzt so oft hier rumhacke, aber es ist eigentlich auch kein Hacken. Es ist ja das, was jetzt kommt, das ist eigentlich was Positives. Du hast ja mal erzählt, dass du bei so einem Agrarhandel irgendwie, wo man Dünger kaufen kann und sowas, arbeitest. Eigentlich mag ich dich ganz gerne, hä? Sonst würde ich nicht so viel von dir erzählen. Arbeitest und hast natürlich dementsprechend auch ein bisschen bisschen Kenntnisse so, ne? Das macht dich halt sehr wertvoll. Ich denke mal auch für den Manus. Und die Rollen, die du immer spielst, na gut, das ist dann halt eine andere Geschichte. Das soll ja auch ein bisschen spannend gehalten bleiben. Und von daher ist alles gut, ne? Also. So, dann kann ich den jetzt wieder fahren lassen. Kann ich wieder einen fahren lassen. Ja, und dann muss ich auch bald zur Arbeit. Aber ich sehe gerade, dass unsere Zeit schon wieder rum ist. Wie schnell das manchmal gehen kann, ne? Ich werde jetzt noch ein bisschen offscreen weiterspielen. Natürlich mein Essen zu Ende essen. Und ihr könnt das vielleicht auch mal machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ne? Daumen nicht vergessen, Abo nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, tschüss. Euer BioSchmied.